200 Züge am Tag. Eine Achse für Europa. Tiefe Schluchten, kühn geschlagene Brücken. Das ist die Bern-Lötschberg-Simplonbahn. Eine Alpenbahn mit rund 100-jähriger Geschichte und ein moderner Verkehrskorridor durch die Schweiz nach Italien. Bern-Mailand ist die Route, aber in Spiez beginnt sie eigentlich, die Lötschbergbahn, durch Skandertal nach Frutigen. Von dort geht es steil den Berg hinauf, über Gleiskehren bei Blausee-Mittholz hinauf nach Kandersteg. Dort ist bald der Scheitel der Strecke erreicht. Es geht durch den Lötschberg-Scheiteltunnel. Nach 14 Kilometern Tunnel erreicht die Bahn Goppenstein im Wallis. Weiter führt die Strecke entlang der Lonza-Schlucht. Dann ab dem Dorf Hotenn verläuft die Trasse hoch über dem Rhonetal mit spektakulären Ausblicken weiter hinab ins Tal nach Brieg. Von dort geht es durch den Simplon-Tunnel nach Italien. Wichtig ist die Lötschbergbahn besonders für den Güterverkehr. Hier werden die für die BLS typischen braunen Loks Reihe 425 eingesetzt. Eine Fahrt mit Lokführer und Wahlschweizer Thomas Banks zeigt, wie schön und wie schwierig die Fahrt über den Berg ist. Die Schiebelok kommt heran. Insgesamt schleppen drei Maschinen den Zug über den Berg. Jo, das ist gut. Wir fahren in der Zugkonferenzreihe Daniel 60. VMAX 100. 365 Meter und 1565 Tonnen am Porto. Okay, wir fahren nach Reihe Daniel 60, 100 km/h maximal, 365 Meter, 1565 Tonnen. Schiebelok 45629, du bist parat, eingerichtet und die Bremse, die ist gut. Dann melde ich uns fahrbereit. Der 45629 hat Ausfahrt offen 60 und abfahren. Wir haben offen 60 und abfahren, bis später, tschüss. Ja. Schublokführer Stefan Braun und Thomas Banks auf der Zuglok müssen sich eng abstimmen. Auf der rechten Seite sehen wir die Depotwerkstätte der BLS, die Lokomotiven. Also das eigentliche Bahnbetriebswerk der BLS, Spitz. Der Thuner See bei Spitz. Noch muss die Lok von Stefan Braun nicht so kräftig schieben. Mit bei der Fahrt Patrick Belloncle, der Historiker der BLS. Und ab hier fängt die Bergstrecke an mit Neigung von 27 Promille. Thomas Banks muss hochschalten. Schiebelok 45629 ist wieder da. Schiebelok 45629. Verstehe ich gut, merci. Bitte bestätigen. Hier passieren wir gerade den Kanderviadukt, also der neue Kanderviadukt. Der rechts ist der ältere. Aus dem Jahr 1911. Ein Blick von außen auf den Viadukt. Das zweite Gleis auf der Brücke daneben
kam erst 1981. Jetzt geht es bei Kandersteg nur noch bergauf. Durch 33 Tunnel und über 22 Brücken wird der Zug fahren. Patrick Belongle kennt die Strecke in- und auswendig. Sein Buch über die Lötschbergbahn gilt als Standardwerk. Der Bahnhof ist recht lang. Es sind zwei kleine Tunnel hier, Felsenburg-Tunnel 1 und 2. Thomas Bengs kommt ursprünglich aus Frankfurt an der Oder. Aber als Eisenbahner fühlt er sich, wie einige andere Kollegen aus Deutschland, am Lötschberg zu Hause. Hier müssen wir eine Höhendifferenz von 400 Meter gewinnen, innerhalb von rund 6 Kilometern. Der Zug ist in der Blauseekurve, der ersten Kehre, vor uns die Felsenburg. An ihr kommt der Zug gleich dreimal vorbei. Die Streckenführung ist kompliziert. Die Trasse kommt durch das Tal aus Frutigen, schmiegt sich an den Berghang und nimmt dann die Blauseekurve. Jetzt geht es zurück, immer weiter an Höhe gewinnend, durch die zweite Kehre. Sie verläuft im Tunnel. Die Blauseekurve liegt im Zentrum der Nordrampe. Von hier hat man alle drei Ebenen der Strecke im Blick. Während unten der Güterzug vorbeirauscht, ist ganz oben schon der Intercity aus Brig zu sehen. Das kleine Bahnhofsgebäude von Blausee-Mitholz. Vielen Modelleisenbahnern ist es bekannt. Als idyllisches Modell in der Baugröße H0 wird es angeboten. Wer weiß schon, dass das Original an einer der Hauptmagistralen der Schweiz liegt. Magistrale hin oder her, es ändert nichts an der Tatsache, dass zwar hunderte Züge vorbeifahren, aber nur einer davon hält. Ein früher Pendlerzug. Das ist sie, die Felsenburg, von der mittleren Ebene aus gesehen. Die Züge fahren schon das zweite Mal an ihr vorbei. Ganz ähnlich wie bei der berühmten Kirche von Wassen an der Gotthardstrecke. Die Gotthardstrecke, also die erste Schweizer Bahn über die Alpen, war für die Berner zunächst ein Problem. Bern war durch den Gotthard vom Hauptverkehr abgehängt. Die Bewohner des Kantons forderten ihre Lötschbergbahn als Anbindung an Italien. Doch die übrigen Eidgenossen wollten für eine weitere Alpentransversale kein Geld geben. Schließlich setzten die Berner sich durch. Doch Geldgeber mussten sie in Frankreich finden. So, hier sind wir auf der obersten Stufe der Erzschlaufe von Blausee-Mitholz. Jetzt fahren wir wieder taleinwärts. In der Ferne sind die Abraumhalden vom Bau des neuen Basistunnels zu sehen. Auch der neue Tunnel stand erst im Schatten des Gotthards. Denn dort wird der längere Tunnel gebaut. Ein zusätzlicher Lötschberg-Basistunnel war umstritten. Doch die Berner haben sich, wie vor 100 Jahren, auch hier wieder durchgesetzt. Herbst 2004. Der neue Lötschberg-Basistunnel ist kürzer als der Gotthardtunnel, der ebenfalls gebaut wird. Und so ist man am Lötschberg früher fertig. Die heilige Barbara, Schutzpatronin der Tunnelbauer. Ein ganzes Tunnelsystem wurde angelegt, rund 80 Kilometer lang. Geröll, das sich durch die Tunnelbohrmaschinen oder durch Sprengungen angesammelt hat, wird über kilometerlange Förderbänder abtransportiert. Während auf der einen Seite noch gebohrt und gesprengt wird, werden ein paar Kilometer weiter die Tunnelröhren bereits ausgebaut. Bald können hier die Gleise verlegt werden. Möglich ist das, weil an vielen Stellen gleichzeitig der Tunnel vorangetrieben wird. Der Tunnel
Tunnel wird nicht gebaut, indem dass man irgendwo im Südportal beginnt oder im Nordportal beginnt, sondern man macht sogenannte Zwischenangriffe. Ein Zwischenangriff ist hier in Mittholz, der andere in Verden. Und dort führen sogenannte Zugangsstellen auf das Niveau des Basistunnels herunter und von dort wird dann der eigentliche Vortrieb des Basistunnels gemacht. Einen kleinen Haken hat die Tunnelgeschichte allerdings. Nur rund ein Drittel des Tunnels ist zweigleisig. Aber auch das gehört vielleicht zur PLS, wie bei der Bergstrecke. Eingleisig beginnen und 80 Jahre später zweigleisig ausbauen. Erst seit 1992 ist die Lötschbergbahn durchgängig zweigleisig. Die Schublok drückt noch einmal kräftig nach, bis Kandersteg erreicht ist. Das steilste Stück ist geschafft. Von Kandersteg geht es in den großen Lötschberg-Scheiteltunnel. Die dritte Maschine hinten am Zug wird ab hier nicht mehr gebraucht. Lokführer Stefan Braun kuppelt selbst seine Lok ab. Eine der ältesten Herbergen am Ort. Seit über 250 Jahren werden im Ruhr die Hausreisende verpflegt. Früher kamen sie zu Fuß, um über den Lötschenpass ins Wallis zu kommen. Heute bringt die Eisenbahn die Gäste. Wirt René Mäder hat die Geschichte des Gasthofes erforscht. Während dem Bahnbau, das ist auch eine interessante Geschichte, war, dass hier die katholische Kirche, die Bahnarbeiter, die ihre Kinder aus Italien mitgenommen hatten, mussten zur Schule gehen und dann hat man das Rudi-Haus zur katholischen Kirche umfunktioniert, das haben Nonnen geführt und hinten auf dem Parkplatz habe ich noch die Mauer, die Grundmauer einer Kapelle gefunden. Zwischenzeitlich wurde das Haus von einer englischen Lady im Stil eines Landhauses geführt. Für die Renovierung erhielt René Mäder eine Auszeichnung der UNESCO. In der damaligen Zeit war es üblich, dass man beim Hausbau guten Freunden oder Verwandten eine Türe schenkte und sich natürlich dann auch darauf verewigt hat mit seinem Wappen und seinem Stand, wo er gewohnt hat und was er für eine Stellung inne hatte. Man sagt, die Berner Oberländer oder überhaupt die Schweizer seien wohl mit der Emanzipation etwas hinten nach gewesen. Hier kann ich Ihnen das Gegenteil beweisen. 1753, da steht Frau Euphrasina Jetzi und derzeit Prädikantin zu Frutigen. Also damals schon 1753 eine Pfarrerin in Frutigen, die dieses Amt innehatte. Rückständig waren die Berner Oberländer auch beim Bahnbau nicht. Seit der Eröffnung der Strecke 1913 wird hier elektrisch gefahren. Wichtigstes Bauwerk, der 14,5 Kilometer lange Lötschberg-Scheiteltunnel. Ulrich Junger, der langjährige Pfarrer von Kandersteg, hat die Geschichten rund um den Bahnbau gesammelt. Das Jahrhundertprojekt hat den kleinen Ort schwer verändert. Der Bahnbau bedeutete, dass dieses kleine Dorf von 460 Einwohnern überrannt wurde durch gut 2000 italienische Arbeiter und 1000 Frauen und Kinder, also über 3000 Fremde, waren plötzlich hier. Man musste also überall Häuser bauen, auch ein Quartier für die ledigen Arbeiter. Und so also da ist ein riesiges Dorf plötzlich. Und Kandersteg, wenn Leute etwa hierher kamen, dachten sie, sie seien schon in Italien. Verwachsen, hinter Büschen und Bäumen, liegt das Tunnelportal. Unspektakulär. Doch sein Bau war damals eine Herausforderung. 28 Arbeiter bezahlten sie mit ihrem Leben. Löcher wurden gebohrt, Sprengladungen angebracht. Über 7 Meter schafften die Mineure an einem Tag.
An einer Stelle jedoch stürzte der Tunnel ein. Die Arbeiter wurden verschüttet, geborgen wurden sie nie. Der Tunnel wurde um die schwierige Stelle herumgebaut. Der Tunnel Durchstich 1911, nach rund 5 Jahren Bauzeit. 2 Jahre später fahren die ersten Züge hindurch. Das Südportal in Goppenstein. Aus dem Kanton Bern kommt man ins Wallis. Alle 15 Minuten fahren die Autoverladezüge in der Hochsaison zwischen den beiden Kantonen hin und her. Sind die Kehren auf der Nordrampe das Besondere? Ist es auf der Südrampe die in schwindelnder Höhe in den Fels geschlagene Trasse? Eine der 3 großen Talüberquerungen auf der Südseite. Der Luogelkin-Viadukt. Alle 200 Meter gibt es auf der Südrampe einen Tunnel oder eine Brücke. Einer der teuersten Abschnitte der Strecke. Um die Finanzierung der Strecke wurde damals lange gerungen. Erst ein französischer Investor machte den Bau möglich. Frankreich hatte ein Interesse an der Lötschberg-Linie, denn vor dem Ersten Weltkrieg war Elsass-Lothringen von Deutschland besetzt. Eine direkte Achse in die Schweiz und nach Italien, ohne deutsches Gebiet zu berühren, war daher strategisch sinnvoll. Tunnels für Wanderer. Entlang der Strecke läuft ein Bahnwanderweg. Ursprünglich aber waren die Röhren für eine Baubahn in den Fels geschlagen worden. Die Schmalspurbahn transportierte über ein fast 30 Kilometer langes Netz Baumaterial in die Steilhänge. Über teils abenteuerliche Holzbrücken. So etwas wie das Wahrzeichen der Strecke, die Beechtalbrücke. Auf rund 15 Kilometern Länge kann man den Blick ins Rhonetal genießen. Vorne der Victoria-Tunnel ist relativ kurz. Wenn man von der anderen Seite herkommt, sieht man das Profil der Königin Victoria im Fels. Sehr markant. Mit der Krone, die Nase. Die Baltschieder Brücke. Die alte Stahlkonstruktion wurde beim zweigleisigen Ausbau durch Beton ersetzt. Diese runde Tafel 80 gilt für den Neigezug der Cisalpino. Der muss hier auf
auf 80 Minuten etwas reduzieren. Ja, genau. Der große internationale Verkehr mit Neigezügen und Eurocities wird künftig durch den neuen Basistunnel laufen. Die Fahrzeit von Bern ins Wallis wird sich fast halbieren. Doch was der Reisende an Zeit gewinnt, das verliert er vielleicht an Reisegenuss. Der Talgrund ist gleich erreicht. Die Rhone wird überquert. Das Ende der Lötschberglinie in Brieg. Von hier geht es weiter durch den Simplon-Tunnel nach Italien. So, Dali. Na, Endstation für uns. Juni 2007. Der Lötschberg-Basistunnel ist fertig. Der erste offizielle Zug kommt in Frutigen an. Großer Bahnhof. Politiker und Honoratioren sind gekommen, um die Eröffnung eines Jahrhundertbauwerks zu feiern. Der erste Basistunnel unter den Schweizer Alpen soll den Verkehr vom Norden Europas in den Süden revolutionieren. Zwischen Bern und Brieg reduziert sich je nach Zug die Fahrzeit um ein Drittel. Viel wichtiger aber, es werden Kapazitäten für den Güterverkehr geschaffen. Testfahrt durch den neuen Tunnel. Lokführer Bas van Hulst aus den Niederlanden beschleunigt seine Lok. Hier darf er ungestraft rasen. Hier die Weströhre, fahren wir rein. Basistunnel. Brieg ist die Ausgangsstation für die Züge aus Italien. Durchs Rhonetal geht es bis Raron. Dort beginnt der rund 35 Kilometer lange Basistunnel unter dem Lötschbergmassiv. Vom Kanton Wallis geht es nach Frutigen im Kanton Bern, dann nach Spiez. Von dort führt die Strecke weiter nach Bern. Man sieht hier, das Lichtraumprofil ist sehr groß. Ja. Bis auf maximal 250 Kilometer pro Stunde könnte der Lokführer hier beschleunigen. Höchstgeschwindigkeit im Alpentunnel. Zeit, die man jetzt braucht, um von der einen auf den anderen Punkt zu kommen, natürlich. Von Spiez bis Brieg geht es jetzt innerhalb von 20 Minuten, wo man fast normalerweise anderthalb Stunden beschäftigt ist. Also von dem her ist es natürlich ein sehr schneller Korridor für die Schweiz. Ja, ja, das wäre dann der andere Tunnel, der weitergeht, oder? Jetzt gehen wir in die Oströhre rein. Die Verzweigung ist hier. Und hier die Schnellfahrweiche. Jetzt ab hier ist der Tunnel Einspur. Oben drüber ist natürlich viel schöner. Da ist man natürlich viel mehr mit Eisenbahnfahren ist man beschäftigt. Man muss Geschwindigkeit vom Zug in Auge halten. Sie kommen aus Holland. Was hat Sie bewogen, hier zur BLS zu kommen? Eigentlich ist es immer mein Jugendtraum gewesen, um Lokführer zu werden. Und ich habe diesen Traum realisieren können. Und ich mache jetzt jeden Tag mit viel Spaß meine Arbeit. Und
Und wenn man das machen kann, dann ist man ein glücklicher Mann. Also von dem her ist es super. Rund 8 Jahre wurde am Tunnel gebaut. Aus einer Bergstrecke wurde so eine unterirdische Flachlandbahn. Es geht schneller und vor allem die Güterzüge verbrauchen deutlich weniger Energie. So, hier ist der Tagbautunnel, Wiegetunnel, Engstiegetunnel, ja. Also Wiegetunnel links, Engstiegetunnel hier. Das Ende des eigentlichen Tunnels in Furtigen. Aber auch die weitere Strecke nach Spiez wurde modernisiert und teilweise untertunnelt. Die alte Lötschbergbahn präsentiert sich nun als hochmoderne Alpentransversale. Das war toll. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Danke. Die Bern-Lötschberg-Simplonbahn auf dem Weg in die Zukunft. Die Zukunft mit modernster Technik, die hatte die BLS stets im Blick. Denn sie musste sich immer gegenüber der älteren Gotthardstrecke beweisen. Den Berg per Bahn bezwingen. In einem Werbefilm der 60er Jahre zeigt die BLS ihren Charakter als moderner Betrieb. Neue Drucktastenstellwerke. Die ersten laufachslosen Elektroloks der Schweiz. Die BLS immer mit dem Bestreben, einen Schritt voraus zu sein. Bern, Lötschberg, Simplon. Die Qualität des Reisens, damit hat die BLS immer geworben. Damals war es das Erlebnis, über eine beeindruckende Alpentrasse zu fahren. Heute ist es die Geschwindigkeit, die Kunden locken soll. Von Bern aus führte die Strecke in die schönsten Teile der Kantone Bern und Wallis. Nicht wie jetzt, unten durch. Die Lötschberg-Region war immer ein Anziehungspunkt für Touristen. Grund dafür war auch die Erschließung durch die Eisenbahn. Deshalb sollen auch künftig Personenzüge über die malerische Bergstrecke fahren. Doch ob die neuen Personenzüge mit dem internationalen Flair von damals mithalten können? Spiez est à la croisée des grands itinéraires internationaux. De France et d'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie par le Lötschberg, les trains express amènent les touristes au lac de Thun. Spiez railway station on the Bern-Lötschberg-Simplon line is the junction of the Bernese Oberland. Auch der Automobiltourist von damals kam an Bern nicht vorbei. Eine Straße vom Kanton Bern über den Lötschberg ins Wallis gab und gibt es bis heute nicht. Die Autos werden verladen. Die Autoverladung in Kandersteg wird auch in Zukunft bleiben. Bis Goppenstein am anderen Ende des alten Lötschberg-Scheiteltunnels fahren die Autozüge. Im Sommer verkehren manche sogar durch den Simplon-Tunnel bis nach Italien. In der Hochsaison und an Wochenenden verkehren die Züge fast wie eine Straßenbahn im Viertelstundentakt. Thank you.
Die Autoverladung zeigt auch, wie sich die Bahn den Bedürfnissen der Kunden angepasst hat. Fuhr früher nur ein einzelner Güterwagen mit einem Auto über die Strecke, läuft nun ein ständiger Pendelverkehr. So wuchs die Strecke mit ihren Aufgaben. Eigentlich waren die Eisenbahner hier stets im Aufbruch. Eine der schönsten und kühnsten Bergbahnen Europas feiert ihren 50. Geburtstag, die Lötschbergbahn. Schon früh dachten die Berner an eine Nord-Süd-Verbindung durch die Alpen. Ein Grimsel-Projekt wurde 1866 zugunsten des Gotthard verworfen. Als man aber daran ging, den Simplon zu durchbohren, entschied sich 1902 das Berner Volk für eine Staatsbeteiligung am Lötschberg und 1913 konnte die neue Linie bereits eingeweiht werden. Überall, wo der Jubiläumszug seine Geburtstagsreise unterbricht, wimmelt es von festlich gestimmtem Volk. Denn groß und klein weiß hier, was man der Eisenbahn und jenen, die sie in echtem Pioniergeist gebaut, zu danken hat. Von Anfang an wurde die Bahn elektrisch betrieben und der 13,7 Kilometer lange Lötschbergtunnel ist zweispurig. Auch Goppenstein, erster Ort auf Walliser Boden, hat sich festlich herausgeputzt und die Herrgottsgrenadiere halten würdig und stolz die Ehrenwache. Auch das Wallis weiß die direkte Verbindung mit der deutschen Schweiz zu schätzen. Die Lötschbergbahn hat auch in unserem verwöhnten Jahrhundert des Automobils nichts von ihrer touristischen Attraktion eingebüßt. Auf einer Distanz von 60 Kilometer von Frutigen nach Brieg, 33 Tunnels, 25 Brücken und Viadukte, absolute Lawinensicherheit im Winter, das sind erstaunliche Tatsachen. 7,6 Millionen Passagiere und 4 Millionen Tonnen Güter wurden 1961 befördert. Das heißt, die Bahn ist für unser Land unentbehrlich und ihr Geburtstagswunsch, der Ausbau auf Doppelspur, durchaus gerechtfertigt. Der zweigleisige Ausbau wurde schließlich Wirklichkeit. Ein Huckepackzug mit zwei BLS-Loks geht auf die Strecke. Spiez ist das Betriebszentrum der Lötschbergbahn. Hier ist das zentrale Stellwerk. Und vor allem das Bahnbetriebswerk, in dem auch große Ausbesserungen gemacht werden können. Bernhard Ziegenthaler. Hier in der Werkstatt ist er Herr über rund 200 Loks und Triebwagen der BLS. Wir sind etwa 450 Leute, verteilt auf vier Standorte mittlerweile. Und wir haben ein großes Know-how über verschiedene Fahrzeugflotten. Von den ältesten, wie Sie gesehen haben, die 6-8. Bis die modernsten 485. Das Dach einer modernen Lok der Baureihe 465 für Wartungen abzunehmen und wieder aufzusetzen. Hier ein Kinderspiel. Die Werkstätten arbeiten nicht nur für die BLS. Auch andere Firmen und Museumsbahnen lassen hier ihre Maschinen warten. Ein mittlerweile eigener Geschäftszweig. Die Mitarbeiter in der Werkstatt kümmern sich auch um die Geschichte der BLS. Ein Museum gibt es zwar nicht, aber Schmuckstücke wie die Doppellok AE88 werden liebevoll gepflegt.
Ein Rundgang mit Bernhard Siegenthaler durch sein Bahnbetriebswerk. Für die Lötschbergbahn wurden früher ganz eigene Lokomotiven konstruiert. Nicht nur mit technischen Besonderheiten. Ganz speziell ist da die, bei der 88 sind die Wappen, die beiden. Das Berner Wappen auf der rechten Seite und das Walliser Wappen auf der linken Seite. Symbolisch für den Lötschberg, nordseitig Bern, südseitig Wallis. Kanton Wallis. Ja. Die Doppellok wurde aus zwei Maschinen der Reihe AE44 zusammengesetzt. Diese Loks galten in den 40er Jahren als die modernsten Drehgestelllokomotiven. Ja, das ist meine Lieblingslok, die ist die AE68205. Es ist die 68, also ja, sagen wir. Das ist natürlich eine der ältesten Loks. Die älteste ist Baujahr 1939 und das ist eine wunderschöne Lok, die ursprünglich in Italien bei Breda gebaut wurde. Bis Mitte der 90er Jahre stand die Lok im Einsatz. Heute dreht sie nur eine Runde im Depot. Als die ersten Loks der Vorgängerserie 1926 abgeliefert wurden, waren sie mit 4500 PS die stärksten Elektroloks der Welt. Die mittlerweile museale Lokomotive war allerdings noch Zukunftsmusik, als diese Bilder gedreht wurden. Der erste Zug über den Lötschberg 1913. In Goppenstein am Südportal des Lötschbergtunnels hatte sich alles fein herausgeputzt, um die Eröffnung der Strecke zu feiern. Den Menschen war wohl bewusst, dies ist ein historischer Tag. Eine abgelegene Bergregion wird Teil einer europäischen Transitachse. Ein seltenes Dokument, eine Führerstandsmitfahrt anno 1913. An den Hängen ist deutlich die höher gelegene Trasse zu sehen. Es geht die Nordrampe hinauf. Damals ein beeindruckendes Schauspiel. Die Bahn selbst wurde zum Ziel für Touristen. Das Wallis im Süden ist erreicht. Der Tunnel hat bereits die richtige Größe für das zweite Gleis. Ein Relikt aus der Anfangszeit, ein Stromschalthaus. Trotz aller Modernisierungen, die Strecke hat ihren Charakter behalten. Altschieder Brücke. Ausdruck kühner Ingenieursleistung. Damals wie heute. Güterverkehr,
auf einer der Hauptverkehrsschlagadern der Schweiz. Und Blicke fast wie auf eine Modellbahn. Genießen kann man dieses Schauspiel auch weiterhin. Rund ein Drittel aller Güterzüge wird auch künftig über die Bergstrecke fahren. Bilder einer damals abenteuerlich wirkenden Fahrt. Lawinen und Felsstürze bedrohten immer wieder die Strecke. Mancher Fahrgast war früher vielleicht froh, wenn er die Rhone überquerte und Brieg erreichte. Das war damals. Und das ist der Blick in die Zukunft. Der Tunnel saugt den Zug scheinbar ein. Beeindruckend aus dem Fenster des Lokführers. Der Fahrgast widmet sich im sausenden Dunkel wohl eher einer Zeitung. Höchstgeschwindigkeit. Der Lötschberg-Basistunnel setzt derzeit Maßstäbe. Er ist der längste Alpentunnel und bietet mit Flucht- und Versorgungsstollen das modernste Sicherheitskonzept. Connecting Europe, Europa verbinden, der Wahlspruch der BLS Alptransit. Der Tunnel schafft dafür neue Kapazitäten. Die Schweiz ist Vorreiter bei innovativen Schienenprojekten. In Deutschland aber lässt der Ausbau von wichtigen Zulaufstrecken noch auf sich warten.